Man kann sagen, Ömer, und wer kommt rein, kannst selbst du dir noch was abschneiden. Ja, ich habe das ja auch, wie gesagt, damals auf Schiffen gemacht. Na gut, da hat man natürlich erfahrungsgemäß weniger Vorräte. Vor allen Dingen hatten wir damals auf diesem kleinen Fischkutter, auf dem ich war, gar keine Gewürze. Da musste man gucken, was man sozusagen so jetzt hier so mitgenommen hat. Meistens war es nicht mehr als ein bisschen zerriebene Schuhsohle. Wo habt ihr denn gefischt? Doch nicht auf der blutigen See, oder? Teilweise schon. Was bleibt denn anderes übrig? Ich weiß nicht, aber die Dinger, die Herr Dallas da immer rausgezogen hat, waren absolut ungenießbar. Wir haben gestunken wie sonst nichts. Das stimmt für den größten Teil, aber manche davon sehen noch ganz gut aus und die werden dann noch verkauft. Kann kein Ist ja lohnendes nun. Geschäft sein. Nein, lohnt das Geschäft nicht, aber die Armen haben nichts anderes. Den drei Magiern gegenüber lässt sich dann die Drakoniterin euch ja nieder in ihrer Robe Tankila Drachentochter. Wir sind zum Gruß, meine Freunde. Was verschlägt denn euch drei hierher? Wir sind zum Gruße. Nun, wir sind einem Freund gefolgt. Einem Freund gefolgt. Ja, dem werten Ritter Jalan Achso, das Greifenmund. klang gerade so, als ob ihr dem Herzog gefolgt wäret, eurem Freund. Ich darf mich vorstellen, Tankila Drachentochter, ich bin die Prokuratorin der Dunklen Lande. Sehr erfreut, Eine eure Freude. Bekanntschaft zu machen. Sehr erfreut. Ebenso. Ihr seid? Mein Name ist Abemir Morines. Magister, Adeptus Major der Hallen des Kampfes zu Betana. Magister Magister Numina. Iolalus. Oh, verzeiht, dass ich euch dazwischen geredet habe. Nun, fort. Magister Iolaus Phyrikos. Ganz zu Diensten. Von den Zyklopeninseln? Genau. Habe ich mir bei dem Namen doch gleich gedacht. Nun, wir haben eine Angewohnheit, uns schwer auszusprechende Namen zu geben. Und ihr? Magistra Lumina Isarun von Spogelsen. Von Spogelsen? Eure Tante saß im Drachensteinrat, nicht wahr? Die Ganz Landgräfin. recht. Hochwohlgeboren Yandelind. Ja, ich habe einige Male mit ihr gespeist, eine hervorragende Frau. Tatsächlich. Ich muss zugeben, ich habe meine Tante lange nicht mehr gesehen und dann ist sie auch gefallen. Ja, davon habe ich gehört. Mein Beileid. Vielen Dank. Dennoch eine ganz hervorragende Frau. Gut, und ihr bleibt jetzt ein paar Monate hier, ein paar Wochen, ein paar Tage? 2 Tage, wie es aussieht. Danach kehren wir wahrscheinlich nach Perrenforten zurück. Ja, ich wollte doch gerade sagen, 2 Kriegsmagier sind doch an der Grenze besser aufgehoben. Und Ja, ja. wir begleiten den Herzog eher als gute Geste, bevor wir unseren nächsten Auftrag antreten. Es ist uns selbstverständlich nicht nur eine Pflicht, sondern natürlich auch eine Ehre, den Herzog zu begleiten. Nun, ich hoffe, eure Reise ist angenehm verlaufen. Zumindest gab es hier wenig in den letzten paar Wochen, bis auf die Moral, die etwas gefallen ist. Nichts Besonderes. Nun, ich Keine denke. Drachen? Naja, also Drachen sieht man hier schon das ein oder andere Mal über uns kreisen. Immerhin sind wir in den Drachensteinen, aber wenn ihr von hier aus in Richtung Osten reitet, in das Tal der Türme, da werdet ihr euch vor Drachen nicht mehr halten können. Mittlerweile gibt es dort auch keine Werwölfe mehr. Es gab hier Werwölfe. Ja, vor ein paar Jahren, das war eine Sache, die, ach, ich glaube, Filiasan war vor ein paar Jahren hier und kennt ihr ihn? Nun, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe Geschichten über seine Umkreisung Ach, gehört. verzeiht, das war ungeschickt. Als Zyklopäer und als Horasia seid ihr wohl nicht gut zu sprechen auf die Torvaler. Nun ja, was soll man halten von Torvaldern? Sie erzählen Geschichten. Die Hälfte davon ist unwahr und die andere Hälfte ist übertrieben. Jetzt zieht doch nicht so bei den armen Ragnar her. Wir reden über diesen
Halodri, der Dero umkreiste. So sagte er zumindest. Immerhin hat er das Tal der Türme von Werwölfen befreit, zusammen mit seiner Gruppe. Nun, eines kann man dem Tor wollen lassen. Sie sind kampfstark. Ja. Mit der Axt schnell bei der Sache, wenn es drauf ankommt. Manchmal zu schnell. Aber, Nun, eines schönen Tages werden wir wohl ganz Tomrien von den Werwölfen befreien müssen. Ja, im Süden sind sie ja doch wohl etwas in Überzahl, zumindest seit... ihr solltet den Namen hier besser vielleicht nicht aussprechen, aber seitdem ein anderer im Süden für Unruhe gesorgt hat. Was treibt euch auf diese Burg? Ist hier ein Hort? Nun ja, als Prokuratorin der Dunklen Nande kann ich entweder unten ein paar reine Pforten warten, wandeln. Ich kann natürlich hier bleiben oder, in Ebelried, aber Ebelried ist nicht gut gelitten. Es gibt zwar zwei Flüsse, die sich da kreuzen und damit relativ sicher, aber Brücken lassen sich überschreiten und gerade mit dämonischer Hilfe ist so etwas ganz, ganz schnell überrannt. Nun, ich weile gemeinsam mit dem Herzog als Beraterin auf Drachenhaupt. Ich bin den Winter über hier geblieben, während er in Pereinefurten weilte, aber jetzt ist er ja wieder hier. Ja, er konnte es auch kaum erwarten, wieder herzukommen. Werdet ihr denn auch weiterhin hier weilen oder nach Pereinefurten zurückkehren jetzt? Nein, ich bleibe jetzt, so wie ich es verstanden habe, an der Seite des Herzogs. Er bleibt, wie gesagt, erstmal ein Drachenhaupt und werde als Beraterin dann ihm hier zur Verfügung stehen, ihn in magischen Belangen beraten, in Belangen der Götter, Tipps geben für den Krieg. Als Drakoniterin bin ich natürlich in der Lage, so etwas einzuschätzen. Schauen wir mal, welche Informationen er mitgebracht hat. Sagt, kennt ihr euch vielleicht mit Drachen aus? Wie war mein Name? Drachendoktor. sie lächelt und sie unterdrückt auch nicht ganz ein Lachen. Tankida Drachentochter, ja. Als Hesinde Geweihten, als Drakoniterin, natürlich sind mir Drachen bekannt. Ich wohne und lebe in den Drachensteinen. Ich habe sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erforscht. Ich kann euch natürlich eine ganze Menge über diese großartigen, ich würde sie nicht Tiere nennen, über diese großartigen Kreaturen berichten. Hört ihr, Torgosch? Vielleicht könnt ihr noch ein, zwei Takte von der lernen. Ich denke, die Dame spricht besser mit euch. Ich glaube, wir werden uns nicht einig mit unserer Meinung über Drachen. Wie seid ihr zu eurem Namen gekommen? Ist doch ein sehr ungewöhnlicher Nachname. Ihr seid nicht wirklich eine Drachentochter, oder? Geht das überhaupt? Ich habe gehört, dass es im Horasreich gar nicht so selten sein soll. Aber nein, ich bin keine Drachentochter. So etwas gibt es nicht. Ist es ein Ehrentitel, also den euch die Drachen der Drachenstände verliehen haben? Je nach Leistung, die ich als Prokuratorin natürlich aufweise, werden einem auch Titel verliehen. Der eine nennt sich vielleicht Borondrian oder Hesindian, vielleicht Rondrian. Ich werde nicht Hesindiane geheißen, sondern Drachentochter. Interessant. Vielleicht eine ganz gute Wahl. Aber gerade in Tobrien ist der Name so etwas wie Drakodan, Drako, Draguran nichts Ungewöhnliches. Das solltet ihr als von Spogelsen oder als Greifenmund von Schnettermoor doch wissen, oder? Natürlich, immerhin. Die Drachensteine heißen nicht von ungefähr so. Sie existieren seit jeher hier. Und haben auch unsere Kultur geformt. Habt ihr vielleicht Kunde, die ihr nach Gareth übermitteln wollt? Wir wollten vermutlich in zwei Tagen nach Gareth aufbrechen. Wenn ihr mit dem Herzog gereist seid, ich werde mich noch einmal mit ihm beraten, ob ihr vertrauenswürdig seid, aber das soll jetzt keine Offensive gegen euch sein, aber Nachrichten, die Gareth betreffen, an Fremde weiterzugeben, verzeiht mir, Fräulein von Spogelsen, als Pfeil des Lichts seid ihr natürlich
Natürlich, ihr seid vertrauenswürdig. Dann werde ich eine Nachricht verfassen, einige Berichte, sie siegeln und dann euch mitgeben. Verzeiht mir, dass ich euch anzweifeln ließ. Oh, in diesen Zeiten ist das absolut nichts, wofür man sich entschuldigen sollte. Vorsicht ist immer besser als alles andere. Aber eine merkwürdige Reisetruppe seid ihr. Oh, das haben wir schon öfter gehört. Wir wurden durch die Notwendigkeit des Verfügbaren geformt. Die Zwölfe haben ihre Wege, Leute zusammenzuführen. Aber ich denke nicht, dass ich euch das sagen muss. Plötzlich könnt ihr von draußen ein Donnergrollen vernehmen. Fern, gewaltig. Ich schaue auf zum Herzog, ob er beunruhigt wirkt. Das klingt nicht wie ein Löwe. Herzog, am Ende der Tafel legt erstmal sein Besteck beiseite und tritt dann mal an eins der Fenster heran. Die Wachen, alle, die hier irgendwie versammelt sind und nicht gerade in den Wachdienst selber schieben, schauen auch so ein bisschen unruhig hin und her, unterhalten sich leise flüsternd. Löwen klingen anders. Ein weiteres Donnergrollen. Oh Gott. Kurz könnt ihr durch die Fenster erkennen, aus Richtung Süden ein rotes Flackern am Horizont. Blutrote Blitze. Wolkenfarben. Kommt sowas hier öfter vor? Kommt so etwas hier öfter vor? Nun ja, ein Gewitter an sich ist nichts Ungewöhnliches und Donner. Mich beunruhigen mehr die blutroten Blitze. Also Korams Bestie könnte es auch nicht sein. Damit legt auch sie einmal ihr Besteck beiseite und tritt ebenso an das Fenster heran. Ich trete ebenfalls, zieh meinen Stuhl zurück, schiebe ihn zurück und folge ihr. Wie man da so ein bisschen an die Decke gestartet, aber überlegen, was, wo wollt ihr denn hin? Was los? Meine Herren, zu den Waffen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das sind die schwarzen Lande, selbst hier müssen wir sie noch fürchten. Wir fürchten ja, gar nichts. Ich glaube, ihr bekommt euren Wunsch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so einer ist, von denen wir uns gewünscht haben, oder einer von den anderen. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Lage. Spekulieren bringt ja doch nichts. Isarun würde aufstehen und, dann mal ins Fenster treten, beziehungsweise zur Tür. Kannst du nach draußen treten, wenn du magst? Gerne. Frische Luft und stehst dann auf den Zinnen der Burg, kannst nach draußen schauen, gehst dann ein bisschen, weil die Tür nicht in Richtung Süden lag und kannst dann nach wenigen Schritten auf der Balustrade in Richtung Süden blicken. Kommt jemand mit oder ist Isarun alleine? Ich komme mit. Konnte man aus dem Fenster erkennen? Ich pack auch mindestens einen von den anderen Armen und ziehe ihn mit, wenn sie nicht mitkommen. Ja, mitgehen. Ja, wenn man nichts sehen kann, dann würde ich dann die anderen folgen, auf die Zinnen natürlich. Ja, ich schließe mich an. Ja, wenn Abel mir noch kurz gehuckt hat, nur schwarzer Himmel, dunkel verzogen, ein paar Wolken. Ob das Regenwolken sind oder was anderes, ist dir nicht ganz klar. Das Donnern kam zumindest von da. Und wenn du nochmal schaust, die roten Blitze kannst du kein weiteres Mal sehen und dann wirst du gezogen. Hoppst du zweimal, dreimal auf deinem einen Bein hinterher und stehst dann und wirst dann weitergezogen. Kommt schon, nicht stehen bleiben, nicht bummeln, wir müssen bereit sein. Sieht das aus wie ein Vulkanausbruch? Die kennst du natürlich, aber dir sind hier keine Vulkane bekannt und es sieht auch nicht aus wie ein Vulkanausbruch. Es waren wirklich nur rote Blitze in den Wolken. Kann man da auch schwarze Wolken würfeln? Was rote Blitze angeht? Was rote Blitze angeht, Götter und Kult wäre natürlich möglich. Oder Natur, Wetterkunde. Das wäre auch was am ehesten sinnvoll wäre. Könnte da Wettervorhersage das wichtige Talent sein, anstatt Wildnisleben? Wettervorhersage, genau, nicht Wildnisleben. Und 5 Punkte habe ich. Bei Götter und Kulte. 5 Punkte? Angrosch ist sauer. Danke. Angrosch schmiedet gerade mit seinem Hammer einen gewaltigen Hammer. Ja, das sollten wir uns unbedingt anschauen. Entweder zürnt uns Rondra oder wir kriegen Schwierigkeiten. Angrosch schlägt wieder auf seinen Amboss. Kann Gutes und Schlechtes bedeuten. Einige Veteranen halten auf den Zinnen ihre eiserne Wacht. Im Gesindehaus gab es wohl bis eben noch ein paar traurige tropische Weise, die da gesungen wurde, auch mit einer kleinen Melodie, die jetzt allerdings auch verstummt. Wenn ihr nach draußen guckt, ihr könnt sehen,
Der herzogliche Palast ist natürlich beleuchtet, der Tempelturm der Drakoniter ebenso. Der Rabenturm der Golgariten, Dunkelheit in Stille gehüllt. Kommt da keine Wetterkunde mehr? Immer hat keine. Gut. Ich habe auch keine. Schwach. Ach ja, komm, würfeln wir es halt mit den zwei ganz, Punkten. Ganz schwach. Ja, da, bitte. Was, jetzt würfel ich gut. Ja, zieht gleich weg das Gewitter. Das Gewitter, die Wolken bewegen sich wohl dunkel, wie sie sind, auf euch zu. Rote Blitze gibt es nicht. Das muss also unnatürlich sein. Ja, reicht das. Ich kümmere mich darum, dass ich ausgerüstet bin. Männer, seht zu, dass ihr euer Eisen am Körper habt. Ist ohne Eisen aus der Hütte? Was tust du denn hier alle an? Ihr dürft mal alle eine Sinnschärfeprobe in die Box werfen. Auf einen bestimmten Sinn? Sicht. Ich muss mich da echt mal spezialisieren. Bei mir werden Dunkelheitsmodifikatoren halbiert, falls das wichtig ist. Ja. Ach, ich muss in die Box werfen, entschuldige. Zählt leider nicht. 3, 7. Warum würfeln wir alle 3? Ich würde auch gern mein Gedächtnis durchforsten, ob mir irgendein magisches Phänomen, das der Gestalt auftritt, in den Sinn kommt. Ey, das Ding hat auch Agrimmar schon aufs Gesicht tätowiert. Ein magisches Phänomen. Die ist natürlich bekannt, dass Wettermagier, vor allem Torvaler, können das Wetter beherrschen können. Ob das mit roten Blitzen zu tun hat, eher weniger. Druiden können das auch. Druiden trifft man hier vor allem in Tobrien an. Und natürlich können das auch Dämonen. Also, entweder ein gutes oder ein schlechtes Phänomen. Immer zeigt irgendwo hin und sagt, wer ist das denn da oben? Oder ist es eine Statue? Ja, oh. Du hast recht. Auf den Kuppeln von einem Dach. Blick anstrengend hin, kann man wahrscheinlich nichts erkennen. Ja, ich sehe es auch. Wenn Ömer und auch Iserun hinzeigt, könnt ihr dem Finger folgen. Oben auf dem Dach der Kuppel könnt ihr jetzt sowas erkennen wie irgendwas einer dunklen Gestalt. Ein wehender Umhang, wenn das ein Umhang ist. Sieht aus wie ein Gargoyle. Eine Gargüle. So eine Kreatur, die ihr auch in Yol'Gurmak erblickt habt. Aber nicht so einer! Mir reicht das, ich hole meinen Bogen. Ich glaube, dafür braucht ihr eher eine Spitzhacke. Ich fürchte auch. Gleich viel, ich werde es jedenfalls nicht einfach so da oben hocken lassen. Aus dem Turm der Drakoniter kommen jetzt auch noch ein paar andere nach draußen. Lajan Gerberov, auch irgendwie so ein Präzeptor von den Drakonitern, zwei andere, die dann auch zum Kampfe gerüstet sind und dann wütend und zornig mal nach draußen schauen, als sie aus dem Turm herausschreiten. Und während Yalan gerade wieder nach drinnen gehen möchte, um sich zu rüsten, könnt ihr bemerken, wie die Wolken über euch weiter zugezogen sind und jetzt die ersten Tropfen in euer Gesicht fallen. Ömer, der mit seinem Rucksack in der Hand aufgestanden ist, nimmt jetzt den Rucksack vom Rücken und fängt an daran rumzuwurschteln, um einen Bogen loszumachen. Der hat ja zwei Bögen am Rucksack. Wisst ihr, worum es sich handelt? Nur darum, dass der hohe Herr gesagt hat, wir sollen uns kampfbereit machen. Deswegen ziehe ich seine Sehne auf den Bogen. So eine Gargüle, sowas habe ich schon mal gesehen. Was sie genau können, weiß ich aber nicht. Sehen aber gefährlich aus, die Mistviecher. Die Gestalt, steinern, wie sie da im Regen, im Wind steht, bückt sich einmal ab, während Ömer gerade den Bogen bereit macht und klettert jetzt ziemlich geschickt und behende an einer der Wasserleitungen nach unten und steht dann nach vielen Augenblicken, während er da runterrutscht im Regen in der Nässe auf dem Burginnenhof und läuft dann in Richtung des Tores. Kann man den Schwert auf der Innenseite oder was? Auf der Innenseite, genau. Der Typ in Richtung Tor. Zieht ihr Schwert und läuft los. Wie hoch ist man denn hier? Ja, ihr steht jetzt gerade im Speisesaal, beziehungsweise habt euch dann auf die Balustrade gerettet. Das heißt, jetzt gerade bist du auf so einer Höhe von, es werden wohl sicher 8 oder 9 Meter sein. Dann schaut mal nach, wie gut man wo hier runterklettern kann und wo. Ja, das will man erstmal in Augenschein nehmen und orientiert sich erstmal.
Ich renne mal, ich meine, ich bin ja oben auf der Mauer, ich möchte zum Tor rennen. Also ich nehme an, das Tor ist verbunden mit der Mauer, richtig? Ja, warte mal, wir holen uns jetzt mal die Token. Dafür sind sie da. Ziehen wir die mal nach oben. Erkenne ich denn jetzt mehr von dieser Gestalt oder sieht sie immer noch aus wie ein Gargüel? Kurz zur Information, ich muss gerade nochmal reinschauen. Eicht ist es. Genau, 1 zu 10 ist die Eichung. Das heißt, wenn ihr euch hier, ich ziehe gerade mal Iolaos, das hier sind keine 250 Meter, sondern das sind 25 Meter. Und ihr steht, wie gesagt, okay, auf dem oberen Geschoss dieser Rondra-Kapelle, Kathedrale, naja, Kathedrale ist also nicht dieses kleine Kirchen-Dings und könnt dann erkennen, wie hier von dieser Seite ist jetzt gerade jemand runtergestiegen und dahin gelaufen, während Ömer jetzt gerade seinen Bogen, nicht ganz fertig gespannt hat, tritt dann einmal nach hier unten an den Rand, blickt dann einmal nach unten, ja, da gibt es auch so Regenablassrinnen, mit denen könnte man, muss man ein geschickter Kletterer sein, jetzt gerade wenn es anfängt zu regnen, wenn es rutschig ist und nass wird, klettern Probe plus 7, um da runter zu gelangen, sonst wird es glitschig und schmerzhaft. Torgosch rennt los. Die anderen. Ich nehme an, ich habe meinen Bogen noch am Pferd gehabt. Bestimmt. Dann bin ich jetzt hinter Torgosch her in Richtung des Stalles. Isarin rennt auch die Treppen runter und folgt den beiden. Also ich weiß nicht, ob ich vor Torgosch her bin, vermutlich nimmt sich das alles nicht viel. Also ihr werdet halt alle schneller sein als ich auf lange Sicht, weil ihr halt mehr GS habt. Treppenhaus war hier, oder? Ja, genau, Treppenhaus ist da. Das heißt, ihr rennt dann hier über das Dach hier rüber und könnt dann hier in so ein Zwiebelturm ist es nicht, in so ein Treppenhaus. Genau, könnt ihr da runter rennen. Ja, ich würde ihn auch folgen, Richtung Wendeltreppe. Ja. Gut, das sind also die Bewegungen, die ihr vorhabt. Irgendwen, den ich vergessen habe? Das ist zumindest das, was ihr vorhabt. Also ich denke, ich hänge irgendwo hier hinten noch, weil ich ja nur, also ich so eine halbe Aktion Bewegung habe. Hier. Ja, du guckst hier gerade runter. Hier ist eine Aktion Orientierung verbraucht, dann, ne? Wenn die anderen eben bis hier hinrennen, kann ich ja irgendwie vielleicht bis hier hinrennen. Ja, die sind gerade unterwegs, genau. Was mache ich nach? Was macht Igna? Der guckt panisch und läuft dann Torgosch hinterher. Der bleibt immer bei Torgosch. Torgosch, warte! Und dann könnt ihr Alarm hören. Es krellt von den südlichen Zinnen, also da, wo ihr steht, ein bisschen über euch versetzt von den verschiedenen Burgtürmen. Bogenschützen dabei! Ein Drache! Einige lautstarke Rufe, die zu hören sind, viel Kramerei, die dann aus dem Inneren des Speisesaals kommt, viele Veteranen, die dann draußen stürzen, innerhalb von kürzester Zeit verlassen sie die Turmzimmer, die Schwerter werden gezogen, einige Bogenschützen, die jetzt bereit gemacht werden, das Tor wird zusätzlich verriegelt, das könnt ihr von unten sehen, während die andere Gestalt, die gerade unten in der Schwärze neben den Wächtern steht und da wohl gerade mit denen diskutiert, wird zumindest nicht angegriffen. Überall in dem Gebäude befinden sich jetzt Fenster, die erhellt werden von irgendwelchen Fackeln, die angezündet werden, ziemlich eilig, ziemlich schnell, ein bisschen Öllicht, was aufflammt, mehr oder weniger dunkel und hell. Und dann werden auf den Mauern sämtliche Bögen bereit gemacht. Wollt ihr weiter die Treppe runter rennen, springen, hinterher rennen? Diese Gestalt, die wir gesehen haben, steht jetzt am Tor, ja? Steht am Tor und diskutiert mit den Wachen. Ja. Also ich will wissen, worüber die diskutieren. Richtig, irgendwas ist da ja faul. Zum Tor! Zum Tor! Lass die Schützen sich kümmern!